Gefängnisindustrie. Was ist denn das? Über 2 Millionen US-Häftlinge sitzen in privaten Haftanstalten. Für ihre Arbeit erhalten sie nicht einmal 40 Euro im Monat, also weniger als ein Arbeiter in Bangladesch. Das ist sehr effizient für die US-Gefängnisindustrie. Doch auch in Deutschland florieren inzwischen teilprivatisierte Haftanstalten wie die Justizvollzugsanstalten in Hünfeld, Offenburg, Bremervörde und in Burg. 17 weitere private Haftanstalten sind im Entstehen. Einer der großen Konzerne für den Gefängnisbau sowie für die Produktion elektronischer Fußfesseln ist das Unternehmen Serco. Aber für wen genau brauchen wir so viele neue und vor allem lukrative Gefängnisse? Wer die politischen Ereignisse in jüngster Vergangenheit verfolgt hat, konnte erkennen, dass nichts planlos oder zufällig geschieht. Wie bereits in der Sendung vom 4. Juli diesen Jahres berichtet wurde, sind in den USA 800 sogenannte FEMA-Camps, das sind hochgesicherte Internierungslager, errichtet worden. Noch stehen sie leer. Doch was geschieht, wenn die Bevölkerung die aktuelle Bedrohung erkennt und beginnt, Widerstand zu leisten? Denken Sie darüber nach. Now, if you're someone, or if you are looking for somewhere to invest and aren't too bothered about the moral implications, private jails could be an option. The number of inmates being held in them has swelled, and that's giving private shareholders bumper profits. But as RT's Marina Portnaya explains, there is a huge conflict of interests. Corrections Corporation of America is the Hilton of the private prison industry, a multi-billion dollar business that's getting rich off punishment. We are CCA. The more people locked up behind bars and the longer they stay there, the more money CCA makes. Last year, the company banked a reported $1.7 billion. They are fully aware of the reality, which is that they need mass incarceration in order to stay in business. They need excessive sentences for nonviolent crime. So yes, they push for legislation that will ensure more and more people are in their facilities. With more than 2 million people currently incarcerated, the United States trumps China, Russia, and the rest of the world in the number of prisoners doing time. About half of those in U.S. jails are in for nonviolent offenses. Since 1990, America's private prison population has increased 1,600%. The war on drugs, mandatory sentencing, and a broken immigration policy have forced more people into prison. CCA has roughly 90,000 prison beds in 20 states. Jesse Lava from the watchdog group Beyond Bars says many of the company's contracts guarantee occupancy. Lockup quotas basically say that if you're a private prison and you have a contract with the state or a local government, you have a guaranteed number of people in your facility. Crime could go down, it doesn't matter. The taxpayers are still on the hook and the government is still on the hook for filling up your prisons. In the land of the free, it is hard to expect the prison population to decrease as long as corporations continue profiting by keeping people locked up. Reporting from New York, Marina Portnaya, RT. Alex Friedman, managing editor of PrisonLegalNews.org, spent a decade behind bars in both private and public jails, and he explained to us why he believes privatizing prisons is such a bad idea. Served 6 years at a privately operated prison as part of the quite ironic his total, name that I spent incarcerated, and my experience is at privately operated prison pretty much is what led me onto a career, if you will, fighting against the private prison industry. It is a very drastic experience. People come out of prison generally worse than they went in, due to the isolation and due to the lack of resources and rehabilitative programs. And what that means, of course, is that when they get out, they are more likely to commit crimes, to recidivate and come back, and that benefits no one, except for companies like CCA. Because if you profit from incarceration, then the more people you have locked up, the more money you can make. Alex is also the associate director of the Human Rights Defense Center, where he's campaigning against prison corporations that he says are driven only by profit.
The people really benefiting from prison privatization are not the public, it's not the prisoners, it's not the states that contract with these companies necessarily. Rather, it's the corporate executives and the shareholders who own stock. When you incarcerate people for the purpose of generating corporate profit, you have a built-in incentive to incarcerate as many people as you can for as long as possible, because that's how the market system works. The companies have faced considerable criticism for lobbying governments and immigration and detention officials and other government officials for basically more contracts and to put more people in prison. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt. Absolut obrigkeitshörig,
des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.